Hallo und herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was morgen auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, beziehungsweise jetzt hier die Legung zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Vielen herzlichen Dank an jene, die die Minutenangaben in den Kommentaren machen. Wir sind da sehr dankbar dafür. Vielen herzlichen Dank. Ich beginne bei Wieder. Ja, schau mal. Wieder. Ja. Was kommt morgen auf dich zu? Zack, 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 zack. Wieder. Die Liebenden hier. Du verliebst dich aus dem Stand heraus in jemanden. Nee, ist nichts los, passiert nichts. Ich sehe jetzt hier nicht jemanden da vor dir stehen. Es ist, du hast eine spezifische Person im Sinne, Mira. Und die Gedanken, die sind jetzt schon da. Und morgen hast du den Eindruck, dass dein Traummann, deine Traumfrau dieser Mensch ist. Und es ist, oder? Das ist das Wichtige. Es passiert im Grunde nichts. Du spinnst dahin. Spinnen im Sinne von, ja, die Spinne, die da, dieses Spinnennetz da so kreiert, spinnt. Und du spinnst deine Gedanken hin an einen Punkt, wo ihr zwei das ideale Paar seid, ein Traumpaar seid. Du bist eine Traumpartnerin, ein Traumpartner für diesen Menschen und dieser Mensch ist dein Traummann, deine Traumfrau. Sehr im Kopf konstruiert und morgen wirst du das besonders stark erleben. Okay, pass auf. Genau solche Startschüsse, oder wir wissen nicht, was da wirklich dann passieren wird, oder? Wir schauen dann auch in deinen Legungen, was da genau sein wird. Guck da mal rein, oder? Wir wissen ja nicht, vielleicht trefft ihr euch nächste Woche schon an oder in 2 Monaten gibt es ein Date. Wir wissen es nicht, aber ich kann dir einfach eins sagen, wenn so gestartet wird, kann es dann sehr schnell schief gehen, weil das hier momentan noch eine Täuschung ist, ja? Ihr seid beide menschlich, ihr habt beide eure Macken, bei beiden stinkt es, wenn ihr aufs Klo geht, ist so. Du musst dich da unbedingt ein bisschen runterschrauben wieder, weil momentan geht das Ganze in eine Richtung, wo weder du noch dein Gegenüber diese Erwartungen erfüllen könnt. Kann man auf menschlicher Ebene nicht. Okay, also morgen bist du da sehr in den Wolken diesbezüglich. Erinnere dich daran, dass weder du noch das Gegenüber noch dieser Mensch diesen Traumvorstellungen, die du da hast, gerecht werden kann. Okay? Stier, was kommt hier morgen auf dich zu? 2 der Stäbe hier, du planst deinen Ausflug. Du hattest eigentlich schon lange Lust drauf, aber erst jetzt kommt die Gelegenheit, erst jetzt kommt die Möglichkeit, ja, diesen Ausflug zu machen. Okay? 2 der Stäbe hier, jetzt kannst du endlich konkret planen. Ass der Stäbe ist, ich will. Und du willst eigentlich schon seit längerem, und das ist ja das Schlimme, Stäbe sind Feuerkarten. Du lebst dieses Feuer hier seit Wochen und du kannst es nicht planen, aber morgen hast du nun endlich die Möglichkeit, um zu planen. Ja, die Umstände werden sich dementsprechend gestalten und du wirst dann hier endlich sagen können, wann genau du wohin gehen möchtest. Gut? Zwillinge, was kommt hier morgen auf dich zu? Der Wagen hier, das ist dieses Hingehen, ja. Mit dem Wagen hier habe ich den Eindruck, dass das Thema Auto im Vordergrund steht morgen. Musst selber schauen, wie genau. Das Thema Auto steht im Vordergrund, ist nicht wirklich eine Unfallkarte. Nein. Dass du überhaupt ein Auto mieten musst oder ein Auto brauchst oder jemand dir ein Auto anbietet oder ein technisches Fehler am Auto, das ist noch keine Unfallkarte hier. Okay, irgendein Problem mit einer Scheibe oder so, aber das ist keine Unfallkarte. Es geht einfach nur darum, dass das Auto, das ein Fortbewegungsmittel, hier im Vordergrund steht. Ich sehe hier einige von E-Bike auf Bike umsteigen. Okay. Mit der Wagenkarte hier habe ich auch den Eindruck, Zwillinge, dass du morgen erkennst, dass du auf Reisen dich am besten auf dich selbst konzentrieren kannst. Es heißt ja, man soll bei Telefongesprächen laufen, gehen, ja, die Füße bewegen. Wenn der Körper sich bewegt, dann bewegt sich auch der Kopf gut, heißt es, okay? Und du merkst, dass das auch auf dich zutrifft, dass du
wenn du in Bewegung bist, wenn du auf Reisen bist, am besten zu dir selbst findest. Du musst immer ein bisschen weg von deinem Umfeld, um zu dir zu finden. Ja. Ist auch ziemlich typisch. Viele große Autorinnen, Autoren sind immer abseits von ihrem Geburtsort, abseits von ihrer Familie bekannt geworden. Victor Hugo, Sigmund Freud, all diese Denker und Philosophen, die sind alle weg von der Familie und dann sind sie erblüht. Ja, immer in einem fremden Land auch oft. Okay. Krebs, was kommt hier morgen auf dich zu? König der Münzen hier, hey, da könnte echt was damit daraus werden. Krebs, doch, ist eine gute Idee. Krebs, mach's. Wenn du jetzt nicht verstehst, was ich meine, morgen wirst du es verstehen. Tu es. Ey, das kann echt was werden. Ich sehe das bis zu einer Firmengründung sogar gehen. Ja, das ist, verfolge das. Das kann echt klappen. Doch, es geht hier um etwas Geschäftliches, etwas Finanzielles. Krebs, da kann wirklich was entstehen. Ja, mach das. Die Vision ist richtig. Geh da lang. Geh da lang. Ja. Löwe, was kommt hier morgen auf dich zu? Gerechtigkeitskarte hier. Falls du hier irgendwelche Schreiben, irgendwelche Entscheidungen von Gerichten oder ähnliches erwartest, dann kommen die morgen an. Entweder ist die Entscheidung neutral oder zu deinen Gunsten. Auf jeden Fall nicht gegen dich. Nein, du verlierst nicht. Also es ist entweder, kommt da eine Entscheidung, wo du findest, okay, gut, damit kann ich leben, ja, das ist okay, ja, ist weniger schlimm als erwartet, oder es ist zu deinen Gunsten, eins von beiden. Okay? Mit der Gerechtigkeitskarte sehe ich auch, dass du hier privat einem Objekt eine zweite Chance geben möchtest. Nicht Mensch, nein, Objekt. Ich möchte der Kaffeemaschine noch eine Chance geben. Ich möchte es nochmals mit diesem Auto versuchen. Ich möchte hier dieser Wohnung nochmals eine Chance geben. Es ist irgendein ein materielles Objekt, dem du eine zweite Chance geben möchtest. Okay. Jungfrau, was kommt hier morgen auf dich zu? König der Kelche hier. Du wirst morgen ziemlich erstaunt darüber sein, wie easy eine männliche Person auf eine Situation reagiert. Das wird dich ziemlich imponieren. Kann überall sein. Beim Einkaufen, am Arbeitsplatz, in der Familie, da passiert irgendetwas und König der Kelche, ja, dieser Mann, ist ein Mann, reagiert kaum, ja, bleibt ausgeglichen, bleibt bei sich und das wird dich sehr imponieren hier. Ja, wird dir schon im Gedächtnis bleiben. Ja. Waage, was kommt hier morgen auf dich zu? Ich habe hier Königin der Münzen liegen, okay. Sag nein. Da will jemand Geld von dir. Sag nein. Ich habe hier Königin der Münzen. Behalte dein Geld erstens für dich und zweitens musst du jetzt momentan unbedingt die Ressourcen, die du verteilst, zurückschrauben. Ich habe den Eindruck, dass du es schon bald brauchen wirst. Du brauchst schon bald deine Zeit, deine Energie, dein Geld. Und wenn du jetzt nicht zurückziehst, ja, alles zurückziehst, schon mal dafür sorgst, dass sich die Menschen daran gewöhnen, dass du dich nicht so oft meldest, wirst du dann in 1-2 Monaten, ich sehe es hier, zurückblicken und dir denken, scheiße, warum habe ich da die Nächte durchgemacht? Nur weil die Sandra Party machen wollte. Jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Schlafen. Ich wünschte, ich hätte mich dort genug erholt und könnte jetzt besser Gas geben. Okay, du musst deine Ressourcen momentan zurückziehen. Du wirst es in 1-2 Monaten dringend brauchen. Okay. Skorpion, was kommt hier morgen auf dich zu? 8 der Kelche hier, jemand ist an dir interessiert, du aber nicht. Ganz einfach. Ja. Da wird jemand versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, deinen Augenkontakt mit dir herzustellen. Ich sehe hier weniger ein direktes, hey Skorpion, ich stehe auf dich. Es ist mehr ein Versuch, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Da versucht jemand sein ihr Interesse dir zu zeigen, ja, nicht zu sagen, zu zeigen, aber nee, du bist hier von vornherein gar nicht interessiert. Schütze, was kommt hier morgen auf dich zu? Ich habe hier Königin der Stäbe liegen. Morgen kommst du deinen Träumen einen Schritt näher. Einen Schritt näher. Ich habe den Eindruck, das geht stark in Richtung Netzwerk, in Richtung Kontakte. Okay. Es besteht hier eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass du morgen schon mal einen Kontakt haben wirst, jemanden kennenlernen wirst.
der die dir behilflich werden kann. Okay, das ist schon mal Schritt 1 hin zu deinen Träumen. Das ist, morgen ist das ziemlich präsent hier. Okay? Steinbock, was kommt hier morgen auf dich zu? Acht der Schwerter hier. Du wirst ja nicht so recht wissen, was du tun sollst mit dieser Information. Ja, da kommt eine Nachricht, eine Information, ein Schreiben und du schiebst hier ziemlich Paranoia diesbezüglich. Weißt nicht so recht, was du mit dieser Info anfangen sollst. Ich schau mal rasch. Schiebst Paranoia. Sechs der Stäbe. Hier habe ich die Herrscherin liegen. Okay. Ja, es geht hier sehr wahrscheinlich um die Liebe, um dein Privatleben, okay. Ich habe den ein. Oh, okay. Steinbock, du bist für jemanden, bist du ziemlich unerreichbar geworden mittlerweile, ja, sei es durch die Distanz, sei es durch den fehlenden Kontakt, sei es, weil du aufsteigst, sei es, weil du dich auch aufgestiegen positionierst, ja, dieses Hey, ja, ich bin eine Nummer zu groß für dich. Infolgedessen wird hier jemand etwas ziemlich Gemeines, Verletzendes posten, ja, einfach mit der Absicht, dir weh zu tun, wird hier jemand etwas posten, okay. Ich würde mal sagen, geh zurück auf Ort, wo ist das? Ich würde mal sagen, geh zurück auf deinen Platz hier, die Herrscherin. Okay? Du hast es hier mit einem Page der Schwerter zu tun. Das ist, du bist nicht nur eine Nummer zu groß, du bist drei, vier Nummern zu groß. Dazwischen ist Ritter, König, ja, so, oder? Und dann Königin und dann kommt die Herrscherin. Also, lass nicht zu, dass dieser Mensch deine Knöpfe drückt. Okay. Wassermann, was kommt hier morgen auf dich zu? Ritter der Kelche hier. Da ist morgen eine sehr sympathische Person. Ja, und das kaufst du diesem Menschen überhaupt nicht ab. Nein. Sehr sympathisch, sehr freundlich, sehr umgänglich. Ja, und du schaust dir diesen Menschen nur so an und denkst, hey, komm, du hast doch Dreck am Stacke. Ja, du hast doch Dreck am Stacke. Du bist doch nicht koscher. Also, das ist dir gar nicht geheuer, dieser Mensch. Du vermutest hier nicht direkt böse Absichten. Ja, ist nicht, du sagst, oder es ist nicht so, dass dieser Mensch hier Pläne gegen mich hegt. Ich glaube einfach, dass das ein böser Mensch ist. Ja. Können daraus dann Pläne gegen mich resultieren? Ja, natürlich, aber ich denke, dass dieser Mensch grundsätzlich ein böser Mensch ist. Ja. Liebe Leute, falls hier noch andere zuschauen, wenn Wassermann so etwas sagt, dann haltet euch an Wassermann. Ich sag's euch, Wassermann checkt's. Wenn es um solche Themen geht, hört auf Wassermann. Hört da, wenn Wassermann euch sagt, hey, der lächelt euch an, der ist nett und all das, aber ich vermute, dass XY, dann glaubt diesem XY. Wassermann kann sehr gut Menschen durchschauen. Oh ja. Die schauen auf die Mikroverhaltensweisen. Mikromimik und solche Dinge. Ja, das Grinsen geht denen am Arsch vorbei. Die sehen ganz genau, dass die Augen keine Falten haben beim Lachen. Ja, die sehen das. Ja, wie die Nasenmuskel da zuckt und all das. Ja. Fische, was kommt hier morgen auf dich zu, König der Schwerter hier? Morgen wirst du, Fische, so mit der strengen, harten Seite einer Person konfrontiert sein. Nimm das nicht persönlich. Nimm das nicht persönlich, dieser Mensch ist nicht so hart und so stur, weil du bist. Er, sie ist so. Er, sie ist auch gegenüber der Mutter so. Ist gegenüber seiner, ihrer Tochter so. Also dieser Mensch ist so. Und es kann hier auch natürlich auch sehr wahrscheinlich sein, dass du diesen Menschen in einem beruflichen Kontext antriffst. Und das ist der Chef eines Gefängnisses, ja, der leitet ein Gefängnis. Wie soll der drauf sein? Nimm's nicht persönlich, der ist zu allen so. Ne? König der Schwerter, das ist ein Professor, der muss da Noten, muss er geben, ja, Arbeiten bewerten. Der entscheidet darüber, wer in der Gesellschaft danach als Experte, Expertin gilt, ja, wer hier profunde Aussagen zu wichtigen Themen machen darf in Zukunft. Der muss so drauf sein. Das hat nichts mit dir zu tun. Okay? Nimm das nicht persönlich. Nimm es nicht persönlich, dieser Mensch macht seinen Job, beziehungsweise ist so drauf. Hat nichts mit dir zu tun. Okay?
Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.